Also sorry, aber die Musik ist wirklich, wirklich geil. Herzlich willkommen zurück hier bei Slapshot Rebound Folge 5 von 5. Und in dieser Folge werden wir dem Frittenfriseur sagen, welches Spiel er spielen soll. Mein Name ist Lomdom Silver und ich darf dich recht herzlich hier begrüßen auf meinem Kanal. Und wir spielen Slapshot Rebound. Hier steht's. Das Spiel ist für Umme. Wir werden heute ein kleines Resümee ziehen von diesem Spiel. Und wir sind schon Level 2, Freunde. Guck mal hier, wo wir noch einmal gewonnen haben, glaube ich, oder? Haben wir mehrmals gewonnen, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich ein Tor gemacht und das im ersten Spiel. Da habe ich auch gedacht, besser wird's nicht, lass es mal sein, lieber. Nachher wirst du noch arrogant. Also ein Eishockeyspiel für diejenigen, die jetzt erst einschalten. Ich empfehle dir, alle Folgen zu gucken, um zu sehen, wie mein toller Werdegang ist. Meine Karriere, die ich hier angestrebt habe bei diesem Spiel. Ihr könnt natürlich auch mal gucken, ob ich bei Rankings irgendwas habe. Natürlich nicht. Wo ist Sippi? Wo ist Sippi? Doch nicht so gut, ha? Guck mal bei. Upsa. Europe. Ich glaube, gegen so jemand spiele da. Ja. Ich glaube, da stellen wir uns zu dritt am besten ins Tor. Und das bringt nichts. Oh, es geht schon los. Einfach Druffi hier. Du bist auch ein kleiner Druffi. Okay. Hast du ihn? Mir tut schon der Finger weh. Habe ich das eben schon gesagt, ne? In der letzten Folge. Mir tut der Finger echt weh. Ich kämpfe hier mit harten Bandagen. Und nächstes Mal gibt es ein Pflaster. Nein! Ach, das war nix. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Oh, knapp. Schade. Sippi wieder dabei. Hoffentlich nicht. My Sippi. My Lieber. Hier, komm, spiel da rüber. Ich stehe da frei. Oh. Ja. Nein, ich dachte, du gehst hin. Mann, wir müssen uns absprechen, Freunde. Schade, ich dachte Schäden. Das kann ich nur nicht so einschätzen, wie hoch der Ball hier ist. Der Puck. Sorry, wenn ich mal Ball sage. Ihr wisst, was ich meine. Ball gleich Puck in dem Spiel. Der war knapp. Den hast du, Junge! Den hast du! Marin! Ach. Junge, mach! Boah, er spielt runter. Ah, zu spät. Aber ich habe realisiert, dass er dahin spielen wollte. Hatte mir nur nichts gebracht. Boah. Junge, komm her! Ich mach dich platt! Ich mach dich! Ich mach dich platt! Ich bin ganz die Ruhe selbst. Halt! Was war das denn? Ach, guck mal, der Torhüter hat auch so ein. Geil! So eine Maske. Will ich auch haben. Wo wir noch viele Spiele spielen und mal auch einen gewinnen, glaube ich, und Tore machen. Ich glaube, für alles gibt es Punkte, oder? Oder ist das nur für erlebte Matches? Schieß nicht. Tu's nicht. Mach's nicht. Hä? Wo ist er? Ich glaube, jetzt leckt es gerade ein wenig beim Spiel. Manche Spieler, die sind so zack, zack. Und dann. Ich dachte, er wird nämlich schlafen. Aber der ist auch gut. Junge, der ist auch gut. Da kannst du sagen, was du willst. Der ist einfach gut. Der Junge. Ja, guck mal, der nimmt sich den. Bereitet sich den Ball vor. Ah. Und ich stehe ihm wahrscheinlich im Weg wieder. So. Ja, guck mal, der blockt den. Geht vorm Tor hin und her. Alter, der dribbelt. Der ist gut. Der ist in meinen Augen besser als Sippi, ist das. Aber ist ja halt unproduktiv, ne? Wir liegen halt 0-1 zurück. Junge. Hier drauf! Ach, scheiße. Christa Gonet. What? Was will er?
Schade. Junge! Nein! Hä? Der ist da unten schon. Da habe ich Scheiße gebaut. Naja, was willst du machen? Wie gesagt, zweites Spiel erst. Also das erste Mal, dass ich hier überhaupt das Spiel installiert habe. Installiert habe ich es ja schon länger. Aber ja, das war's. Ich bin alleine hier. Und damit keine Chance, hier noch was zu reißen. Besser suche ich mir auch ein neues. Kann ich mir ein neues Spiel suchen? Leave Match. Cancel. Yes. Das war's. Nee, da habe ich keine Chance. Also alleine gegen drei Leute zu spielen. Ich bin halt scheiße, wenn die Leute mich dann im Stich lassen. Was soll ich da machen? Finde ich nicht gut. Ich finde auch immer einfach mal so durchziehen. Bei Rocket League fiel mir das auch immer auf. Dass die Leute dann immer... Leute dann plötzlich weg waren. Anstatt das Spiel mal durchzuziehen, würde ich dann sagen, es gehört auch dazu, einfach mal eine Niederlage zu erleben. Ja, scheiße, Ivan, der Schreckliche, wa? Jetzt, komm, mach! Junge, schieß! Ich hab ihn abgedrängt, hast gesehen? Ich hab ihn abgedrängt. Ah, scheiße. Mann! Ich bin aber scheiße! Na komm. Und jetzt, mach! Wo ist er? Ich bin selber überrascht gewesen hier. Yay! Da habe ich gewartet, dass der schießt. Das habe ich spekuliert. Guck mal. Der spielt nämlich nach vorne und ich stehe dann da. Hahaha. Ha, ha. Hat er nicht gesehen. Hahaha. Ha, ha. Ja. Da sagt mal keiner ein gutes Schuss oder so. Das war nämlich ein Abstauber, meine Freunde. Ein Abstaubertor nennt man das. Oh. Ja, gut. Ein zweites Tor in der fünften Folge. Ist schon gut. Habe ich ihn? Nein. Ich sehe den schwarzen. Das schwarze Dreieck so schlecht da unten. Hier sitzt auch, glaube ich. Oh. Hoppla. Ach, du. Oh, doch nicht. Hat nicht reingemacht. Du Lappen. Hahaha, was bist du für ein Lappen? Okay. Und ein Spieler hat wieder das Spiel verlassen. Ja. Das war der Torhüter, der weg das Spiel verlassen hat. Ja, uff. Junge. Das ist dann ärgerlich. Oh. Jetzt. Muss ich sagen, ich habe auch so ein Geschenk bekommen, von daher. Das Tor war jetzt nicht gut von mir rausgespielt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch fair. Ja! So wie geplant. Ja. Nein. Boah, das ist... Also, es ist schon anstrengend, das Spiel. Aber es macht unheimlich Spaß. Resümee kommt gleich. Ihr könnt euch schon mal auf das Positive einstellen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Außer ich verliere. Dann ist es natürlich ein Scheißspiel. Ist ja klar. Das wäre meine Chance gewesen. Ach, schade. Na komm, spiel mich wieder an. Ach, scheiße. Hö. Aber mal auf Seite bringen.
Shit. Den hätte ich jetzt gedacht, bringe ich nach vorne und dann wird es richtig geil werden, aber nein. Kopfmäßig mal wieder, ne? Einfach mal blocken. Oh, hier ist keiner. Doch. Ist doch einer. Wollte gerade sagen. So schön. Boah! Nein! Los nicht ins eigene Tor. Der Rest ist mir egal, aber nicht ins eigene Tor. Da bin ich ja die Lachnummer der Nation. So ein bisschen wie Mats Hummels. War es aber auch scheißegal, weil die ganze Mannschaft scheiße war. Aber das war so das Resultat, als Mats Hummels sein Eigentor gemacht hat. Gerade die Hummels ihm noch den Rücken gestärkt hat. Und eigentlich die Ehe schon vorbei war. Krisel-Ehe. Angeblich eine neue, heute sich gemeldet, die zu Wort. Aber will doch anonym sein. Schade. Da kam ich nicht mal durch. Da wollte ich durch. Hast du gesehen? Zack, bam. Ja. Well played, meine Freunde. Das muss man wirklich mal sagen an dieser Stelle. Nein! Schade. Oh Mann. Nochmal kurz konzentrieren. Kurz vor knapp. Hier. Oh, wow. Warte. Was war das denn? Oh. Geht's noch Verlängerung bei 2-2 oder ist dann einfach vorbei? Sudden Death oder so, finde ich geil. Wie bei Rocket League auch. Bist du dann wirklich dann nochmal. Mann, uff. Schade. Overtime! Sehr schön. Achso, es geht wieder von vorne. Wollte schon sagen. Hä? Achso. Ist ja gar nicht ran. Ja, uff. Ist richtig. Ich verstehe langsam dieses uff. Da wollte ich noch hinspielen. Boah, keine Chance. Das ist also ein spannendes Spiel. Ich glaube, das ist das Finale, was wir hier machen. Besseres Game wird nicht passieren. Besseres Match wird nicht kommen. Oh nein! Was? Wo ist er hin? Warum andere Richtung? Warum ist das so? Schade. Da wurde ich ganz ruhig. Schade. Oh, da kommt er mir vorbei. Also langsam habe ich einen Flow hier beim Spiel. Langsam habe ich einen Flow. Jetzt hin. Ah, Mann. Overtime. 20 Minuten Overtime. Die Folge ist dann dreimal vorbei. Oh. Nein! Boah! Wahnsinnsschuss! Ja, und jetzt? Jetzt kommen sie hier rüber, auf die andere Seite. Ah, clever. Ah, komm ich nicht hin. Schaffe ich nicht. Schade, den wollte ich rüberbringen. Hab's noch nicht so mit Rückhand. Der ist ja noch dran. Ah, Mann. Sehr guter Schuss, mein Freund. Das hast du echt gut gemacht. Ivan, ja gut. Russe, der ist auf dem Eis geboren. Sehr schön. Pick me loop. Pick me noob left.
Okay, ich habe ein Tor gemacht, das muss reichen. Ciao. Zurück zum Menü. Okay, Freunde, also kleines Fazit zu diesem Spiel. Ich glaube, das war die letzte Folge, also das letzte Match, ein richtig spannendes Spiel, was wir jetzt noch gerade am Ende gesehen haben. Daumen hoch, liebe Freunde, liebe Gegner, habt ihr ganz toll gemacht. Erstmal einen Schluck. Das ist leider leer. Also, ich muss sagen, Slapshot, Rebound, ein super geiles Spiel. Es macht Spaß zwischendurch. Es geht unheimlich in die Finger. Ich glaube, ich müsste mir mal eine andere Tastenbelegung vielleicht überlegen, wie ich das besser halte, weil dieses Gefummel, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie muss ich das so halten, aber dann doch nicht, weil schwierig. Also, aber das macht es ja auch aus. Also dieses Slapshot, das, dieses ich gehe, lauf gegen den Ball und das könnte schon ein, durch meine Drehung, die ich mache, also du musst wirklich dann diese Drehung machen oder dann dementsprechend hoch und runter. Es erfordert viel, viel Konzentration währenddessen und es sieht eigentlich total billo aus, wenn man das am Anfang so betrachtet. Also, Fritte, ich muss sagen, das Spiel, was du mir jetzt hier ausgesucht hast, Daumen hoch. Also, es ist ein super geiles, ich spiele mal was zwischendurch Spiel. Kann ich nie anderes sagen. Es wird natürlich, ich weiß jetzt natürlich nicht, was jetzt hier noch so, wir sind jetzt in Version, habe ich eben ja schon gesagt, 0. Kann man ja gar nicht sehen, warte mal. Aha, ihr seht jetzt hier unten, ne? Also 0.54.1, also noch nicht mal die erste Version, die Full Version, die wir hier spielen. Da kann noch was kommen. So gesehen, es macht viel Spaß. Ich hatte einmal nur einen kurzen Glitch gesehen. Ich glaube, da einfach die Verbindung ein bisschen scheiße war. Ansonsten, Grafik ist ein bisschen, ganz Zeit muss ich an Playmobil denken, Playmo-Männchen, die hier rumlaufen. Wir haben jetzt, wo wir Level 2 sind, können wir eigentlich noch so ein bisschen hier, warte mal. Können wir unseren Bart jetzt endlich mal holen? Ach Mann! Appreciate. Immer noch nicht. Wie kann ich das denn machen? Edit? Auch nicht. Kann ich nicht draufklicken. Schade. Hairstyle. Ich weiß nicht, wie man sich das freispielen kann. Ich hätte mir gern so einen krassen Bart gemacht, aber ihr seht, er nimmt das einfach nicht an. Gut. Okay, oh. Ja, das Spiel ist witzig, auf jeden Fall, und macht sehr viel Spaß. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das auch mal zu spielen. Wie gesagt, Preis-Leistung stimmt, es ist kostenlos, von daher macht überhaupt nichts verkehrt. Ich weiß jetzt nicht, was die Premium Lifetime Edition, was das bringen würde. Ja, kann ich dir nicht sagen. Wir können ja gerade mal zusammen schauen. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? So. Ich mache mal gerade so. Also, Slapshot, Rebound, lalalala. Ihr seht schon hier. Also, was kommt hier? Das ist die Premium Lifetime Value. Mal gucken, was da sind. Alle DLCs auf jeden Fall drin. Was heißt denn alle DLCs? Premium. Etwas dürftig. Egal. So, und jetzt kommen wir zu dem Spiel, was der Frittenfriseur spielen wollen würde. Also ich finde, die Beschreibung ist ein bisschen dürftig. Das Spiel an sich macht Spaß. Aber was heißt jetzt Premium im Vergleich zu dem kostenlosen Version? Keine Ahnung. Kann ich dir bei bestem Willen nicht sagen. Aber wie gesagt, kostenlos spielbar, gerade in meiner Version, die ich gespielt habe. Vielleicht wird es noch kostenpflichtig. Ich weiß es nicht, wir befinden uns gerade, kleine Neckung an den Fritte, ein Early Access Game. Fritte ist immer so ein bisschen zwiegespalten. Da werden wir auch mal eine Ins-Game-Folge machen zu Early Access, dass das alles seine Vor- und Nachteile hat, werden wir mal so ein bisschen beleuchten. In diesem Fall finde ich es eigentlich eine coole Sache, weil halt, es ist auch kostenlos, man hat keinen Nachteil jetzt dadurch, man hat kein Geld investiert und so weiter. Aber das kommen wir mal bei einer Podcast-Folge, werden wir mal darüber quatschen. So, jetzt kommen wir zu dem Spiel, was der Frittenfriseur spielen soll, und zwar handelt es sich um El Hijo. Ich gebe es mal ein hier, warte mal. Ich habe nur das Video gerade aufgemacht. El Hijo, meine Freunde. Kein Ton hier. Ein aufregendes Spaghetti-Western-Stealth-Spiel, in dem du ein 6-jähriger Junge bist, der auf der Suche nach seiner Mutter ins Abenteuer zieht. Und dafür mache ich doch glatt mal kurz hier, warte mal, den Ton ein wenig. Oh Mann, meine Maus ist ein bisschen blöd mittlerweile. Ich glaube, ich bräuchte mal eine neue Maus. So. Machen wir das mal leise.
Und wir gucken uns mal den Trailer zu El Hijo, A Wild West Tale gleich an. Ein Spiel von dem 3. Dezember 2020, noch nicht so alt, von Honig Studios, Quantum Frog sind die Entwickler und der Publisher ist Handy Games. Handy Games. Wie dem auch sei. Sieht vom Grafikstil schon mal witzig aus, erinnert mich so ein bisschen auch an wie hieß das noch? Three Skulls of the Toltecs. Das war so ein Point-and-Click-Adventure. Ich glaube hier, ihr seht schon an dieser Grafik, es ist ein Stealth-Spiel und den Trailer, den werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Und zwar mit Ton. Das habt ihr euch verdient. Wir gehen mal zurück und sogar, Achtung, Vollbild. Und der dicke Kopf hier, der kommt mal weg. Ein Fremder in der Stadt. Wild West Tale, meine Freunde. Ja, das ist es. Das ist das Spiel, was du spielen sollst, Fritte. Ich hatte erst ein anderes Spiel für dich ausgesucht, da habe ich mich aber doch für das hier entschieden. Alle Rezensionen sagen, es ist positiv, es ist ein Stealth-Spiel, das heißt, du musst dich ranschleichen und da ein bisschen puzzelmäßig die Aufgaben bewerkstelligen. Ich glaube, das wird für dich ganz gut werden. Und es ist halt auch hier Best Family Game-Gewinner. Ist auch gut, familienfreundlich auf deinem Kanal, soll es ja schon immer sein. Genau, und das hat halt, wie gesagt, ein paar Preise. Best Indie Game, Best Stealth Game, was haben sie noch gewonnen? Winner Best Indie Game auf der Gamescom Award 2000. Ich glaube, daher kenne ich das auch irgendwo. Auf der Gamescom war ich ja 2019 auch zuletzt, aufgrund von Corona logischerweise. Dorfromantik. Naja, okay, das ist das Spiel. El Hijo, der Sohn, mal gucken, was dieser Sohn... Hijo ist ja Sohn, was der bewerkstelligen muss in diesem Spiel. Dauert, glaube ich, insgesamt, ich habe ein, wenn ich das richtig gesehen habe, ein auf YouTube, nicht, dass wir jetzt nicht lügen, ein Gameplay gesehen, warte mal kurz, El Hijo Gameplay. Oh, jetzt sollte man das natürlich noch richtig schreiben, aber egal, er hat es gefunden, und zwar dieses Spiel, guck mal, 2 Stunden 41 Minuten. Und wenn du die Hälfte wieder schon an Ping-Pong-Games aufnimmst, dann kannst du die andere Hälfte auch noch machen. Der hat es durchgezogen. No Commentary, Walkthrough. Also 2 Stunden 40. Ich glaube, das kriegst du hin, Freund Fritte. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet alle auch sehr viel Spaß bei diesem Spiel. Slapshot, Rebound haben wir gezockt. Und Fritte wird ganz wichtig. Ihr müsst ihm folgen. Link unten in den Fußnoten. Dort könnt ihr sehen, wie sein Kanal heißt. Und ich wünsche euch da viel Spaß. Und ihr werdet ihn auf jeden Fall haben. Und ich freue mich schon, Fritte. Ich freue mich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Gerne was in die Kommentare schreiben, wie ihr Slapshot Rebound fandet. Auch vielleicht, wie ich mich geschlagen habe. Ich habe ja 2 Tore gemacht. Wollte schon mal gesagt haben. 1 habe ich assisted. Also von daher, ich war gar nicht so schlecht. Wenn du es besser kannst, zeig es mir. Dann spiele ich mal gegen dich.
So, aber jetzt muss ich jetzt für heute reichen. Die Folge wird zu lang. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Daumen hoch und gerne die Glocke aktivieren. Da bekommst du Bescheid, wenn eine neue Folge von einem anderen Let's Play online ist. Macht's gut. Bleibt gesund und ja, bis demnächst. Ciao.